Einen wunderschönen guten Hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Defiance. Ah, ich wollte gerade sagen, es ist gar kein Ton mehr da, aber der Ton war einfach nur so leise, dass ich da nichts mehr wirklich von mitgekriegt habe. So, jetzt werden wir mal gucken, dass wir jetzt nochmal den Time Trial machen können, ohne dass die mich hier zerpflücken. Ich hoffe es zumindest, dass es klappt. Time Trial vor Ort Chaos. Oh gut, die greifen mich nicht an. Vor Ort Chaos. In diesem Gebiet befand sich einer der am dichtesten besiedelten Vororte des alten San Franciscos. Diese Ruinen ziehen sich durch die Landschaft und haben aus dem Terraforming steile Berge und tiefe Täler gemacht. Mal sehen, wie gut wir hier vorankommen. So, wie lange brauchen wir? 3 Minuten 50. Ich akzeptiere einfach mal. 3, 2, 1. 3 Minuten 50 haben... Ja, bravo. Fängt ja schon hervorragend an. So, schnell mal weiter flitzen, bevor die mich hier auseinanderpflücken. Was ist da drüben los? Ist mir scheißegal, was da drüben los ist. Wir müssen hier Time Trial fahren. Und auch wieder 2 Runden. Das scheinen diesmal etwas größere Runden zu sein. Heiligsbecher. Und ich weiß immer noch nicht genau, wie ich einen Powerslide und sowas mache. Sollte ich vielleicht den Jamar gleich auch nochmal fragen. Es ist jetzt auf jeden Fall erstmal die letzte Aufnahme in dieser Session. Denn, wie gesagt, ich habe ja gesagt, dass es eine relativ kurze Aufnahmesession diesmal werden wird. Oh, Gott sei Dank, dass ich da nicht komplett abgedriftet bin. Und dann muss ich mal gucken, wann es weitergeht. Wahrscheinlich dann in 2 Tagen, so wie ich es ja schon vor 2 Parts angekündigt habe. Es reicht jetzt auf jeden Fall erstmal wieder für 6 Tage. Das ist ganz gut. Ich bin im Moment sowieso so ein bisschen unter Druck, was das Hochladen angeht. Und ja, das ist im Moment alles so stressig bei mir. Privatlebensstress, die Aufnahmezeiten, habe ich nicht mehr so viel Zeit zu. Also ich muss mich langsam echt entscheiden, welche Projekte definitiv weitergehen... Das ist ein Witz jetzt. Welche Projekte definitiv weitergehen sollen und welche dann irgendwann mal beendet werden müssen. Also Dark Souls ist ja jetzt bald beendet. Dark Souls 2 steht Ende nächsten Monat in den Startlöchern. Da freue ich mich auch schon tierisch drauf. Und ja. Injustice müsste eigentlich zu diesem Zeitpunkt, wenn ihr dieses Video hier seht, auch schon wieder beendet sein. Es war ja nur so ein kleines Mini-Projekt eigentlich für zwischendurch. Eieieiei. Ich glaube, ich habe jetzt eine Runde hinter mir. Wir sind aber extremst schlecht. Ja, wir sind ja definitiv in der zweiten Runde, aber ich glaube, wir müssen das Rennen nochmal fahren. Aber es ist auch ein bisschen beschissen, das Rennen gerade. Vor allen Dingen gerade diese eine Stelle, wo ich dran vorbeigefahren bin, fand ich jetzt nicht so pralle. So, bis hierhin geht's ja alles noch. So. Und da einmal lang. Hier muss ich aufpassen, dass ich nirgendwo runterfalle. Sehr schön. Ja, die Schrottschläger können sich ruhig melden. Das ist mir relativ. So, den kriegen wir. Den kriegen wir. Den kriegen wir. Den kriegen wir auch. Jetzt einmal ein bisschen Gas geben. So auf gut Glück, dass ich mal locker durchkomme. Ich glaube, das war der jetzt, ne? Der mir so probiert. Oder war es erst der nächste? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Oder war das der? Ich blicke da nicht mehr so ganz durch, bei welchem ich jetzt die Probleme hatte und bei welchem nicht. Aber im Moment scheint es ja alles ganz gut zu laufen. Oder war der das? Der war das, der war das. Scheiße! Scheiße, scheiße, scheiße. Ja, komm. Was? Hat er nicht gezählt? Ich glaube, es hackt doch. Es kann doch nicht wahr sein. Mann, 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 Mann. Ja, da habe ich es mir jetzt völlig versaut, glaube ich. Ich glaube, das war's. Kann ich... Mann, was macht der denn da? Komm, 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 komm. Wir haben noch keine Zeit. Jetzt werde ich hektisch. Man merkt es schon allmählich. Ja, wir sind jetzt schon bei Silber. Ja, einmal voll gegens Haus. Das ist sehr hervorragend. Na, ja, Bronze nur. Scheiße, müssen wir nochmal fahren. Ach, diese Kacke, dass ich den da verpasst habe, geht mir auf den Sack. Entschuldigung, ich rieche mich schon wieder unnötig auf. Mann, Mann, Mann. Gib Gas. Scheiß Roboter, verpiss dich. Ach, Gott, doch, Gott, doch, Gott.
Und ich will doch eigentlich nur Silbermedaillen haben, damit da auch der Erfolg dann hinterher gezählt wird, um einfach mal noch wieder ein paar mehr Punkte zu bekommen. Ich habe auch gerade zwischen den Parts mal eben die Codes eingelöst. Das war auch ganz geil gewesen, also das, bis man das da erstmal findet. Man muss da auf die offizielle Internetseite von Treon Worlds. Es bringt nichts, auf der offiziellen Seite von Defiance die Codes einzugeben. Und das war wahrscheinlich damals mein Fehler gewesen. Ich hatte die Codes von der 7. Legion und von Archenbrecher noch gar nicht aktiviert. Ich hatte mir die Spiele gekauft, wie blöd, aber die Codes nicht aktiviert. Das war natürlich auch sehr intelligent von mir. Das habe ich jetzt aber nachgeholt und mir die Seite erstmal in die Favoriten gezogen, damit ich in Zukunft für die nächsten DLCs, was dann ja Anfang nächsten Monat kommen wird für mich, also was ja jetzt schon seit dem 11. auch schon draußen ist, für den Ganzlinger sein. Denn den Ganzlinger DLC will ich auch haben. Wenn ich ein Spiel habe, dann will ich da auch alle zusätzlichen Inhalte dafür. Ja, damals mit Kastitanisch geladen hatte ich es noch richtig gemacht. Da war ich noch auf der richtigen Seite. Aber seitdem ist ja auch schon wieder eine ganze Zeit vorbei. Oh, ich wollte schon sagen, du springst ja jetzt nicht dran vorbei, oder? Heiliges Blechchen. So. Dann da einmal rum. Darum. Sehr schön. Jawohl. Jawohl. Sehr schön. Ah, hervorragend. Hervorragend. Das klappte doch mal ganz gut, ohne dass ich einen großen Fehler gemacht habe. Oh, 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 oh. Ich wollte schon sagen, gut, dass ich nicht mehr ganz auf dem Gas war. Sonst wäre ich da wieder dran vorbeigesprungen. War ja doch relativ haarscharf. So, da ein bisschen Gas geben. Hier durch, hier durch. Und da hätte mich das Spiel jetzt fast verarscht. Meine Herren. Das sah gerade ein wenig danach aus, als ob der zu spät aktiviert wurde. Der Kringel, wo ich da durchfahren musste. Sehr schön, das hat's geklappt. Wunderbar. Puh. Aber diesmal sieht es ganz gut von der Zeit aus, glaube ich. Sei denn, für mir passiert jetzt wieder so ein hässlicher Schnitzer wie gerade. Ne, in dem ersten Durchgang. Aber das sieht ganz ordentlich aus hier. Sehr schön. Den einmal nehmen. Oh, nein, 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 nein. Oh, ich habe ihn aber doch noch gekriegt. Gott sei Dank. Heilige Scheiße, hätte ich mich da jetzt aufgeregt. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Ich bleibe jetzt mal etwas leiser. Oder ruhiger. Oder ruhiger zumindest. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und wir haben es geschafft. Jawohl, mit Gold sogar noch. Krass, wie schlecht bin ich denn? Der Beste. Ja. Schließen. Wir haben es geschafft. Ich will es nicht erneut versuchen. Aber ich habe noch keine Belohnung dafür gekriegt. Verpiss dich. Ich bin ein leichtes Ziel. Oh. Ich muss aufpassen, der darf mich nicht nochmal treffen. Medikamente. Fick dich. Puh. Harte Nummer, harte Nummer. Was, der lebt noch? Friss das. Arschloch. So, jetzt muss ich mal eben kurz nachgucken, ob der jetzt angerechnet wurde oder nicht, weil irgendwie habe ich keine Belohnung dafür gekriegt. Staffel, ist das richtig? Ich glaube ja, ne? San Francisco müsste das sein. Das haben wir geschafft. Time Trial haben wir geschafft. Time Trial haben wir geschafft. Ja, hervorragend. Die Time Trials haben wir alle hinter uns. Das ist super. Dann hat das ja soweit schon mal gefunktioniert. So, und dann brauche ich eigentlich nur noch, das sind nur noch zwei Amokläufe, genau. Ja. Dann würde ich sagen, auf zur nächsten Hauptmission. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht, jetzt nachdem Van Bach nicht mehr da ist. Ich weiß auch nicht genau, ich glaube nicht mal, dass der direkt komplett tot ist. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er nochmal auftaucht oder sowas. Schauen wir einfach mal.
Sei vorsichtig. Vorsichtig kenne ich nicht. Und da sind wir, glaube ich, auch schon. Ach, guck mal, Cass Duquay ist, haben wir wieder hier. Cassie, was ist mit dir? Piratensender. Aktiviere den alten Bernal-Radioturm, sodass Cass ihn als Kommunikationsübermittler während der bevorstehenden Angriffs benutzen kann. Okay. Da sind wir. Dieser Ort ist Kachika. Die dunkle Materie wusste, warum sie hier weggeblieben ist. Bring du die Sender hier an, während ich das Ding mit Saft versorge und auf Touren bringe. Ich sage dir, an welchen Konsolen du sie anbringen musst, sobald ich alles am Laufen habe. Das wird eine ziemliche Frickelei. Etwas Glück könnte auch nicht schaden. Jetzt geh da rein. Ah, ist ja gut. Ich mach ja schon. Ach du Heiliger. Das scheint... Ist das ein Turm? Das sieht auf jeden Fall sehr seltsam aus. Ich schließe die Energiequelle an. Ja, mach das doch mal. Ich werde in der Zeit mal die kleinen Mistviecher wegknallen. Jack, wer sind die denn? Kümmere dich um die Dinger. Sage dir, welche Konsole hochgefahren ist. So, sehr schön. Wo kommst du denn schon wieder hin? Stand der auf einmal wieder direkt neben mir? Alte Lappen. Die östliche Konsole ist an. Bring den Sender an, bevor noch mehr von den Dingern angreifen. Hallo? Danke. Lass mich in Frieden. Eine weitere Trophäe. Sehr schön. So, den haben wir weg. Jetzt müssen wir den kleinen dann noch wegmachen und dann können wir erstmal wieder weiter rein. Oh, was haben wir da? Ach, das, du bist ja noch einer, der am Leben ist. Ich wollte schon sagen, was nicht denn darum? Heiligs Blödsinn, ich bin ja wieder verstrahlt heute. Naja, aber wir haben hier schon wieder eine Gesamtwertung bei der Mission. Das sind so Sachen, die verstehe ich im Moment nicht. Das ist wahrscheinlich jetzt mit dem neuen DLC dazugekommen. Wurde ja auch gesagt, beziehungsweise wurde ja auch geschrieben, dass da irgendwie neues Wertungssystem und sowas reingekommen ist. Durch halt diesen Ganzlinger DLC. Naja, ich bin gespannt. Holen wir uns hier erstmal ein bisschen Munition raus. Wäre jetzt zwar nicht unbedingt nötig gewesen, aber besser als es das irgendwann mal zu vergessen. Dann nehme ich lieber mehr mit. Gut so. Ich habe ein Signal. Ich fahre die nächste hoch. Mehr Roboter. Oh nein. Offensichtlich in ihrem Revier. Nicht gut. Nicht gut, nicht gut. Vor allen Dingen, wenn das solche Kackbratzen sind. Mach dein Fehler. Scheiße, du bist gut. Jetzt bring diesen Sender an der westlichen Konsole an. Oh, da sind sie wieder klein. Die alten... Oh, sagt doch einer, dass da was Dickes kommt. Mann, liebe Freunde, das geht doch nicht. Heilige Scheiße. Ich benutze auch viel zu wenig meine Ego-Fähigkeit, ich weiß, aber irgendwie denke ich da im Eifer des Gefechts nie so dran. Ja. Hallo? Arschloch? Arschloch! Komm her. Ja, hätt's wohl gerne, mich da aus dem Hinterhalt anzuspringen, wa? Puh. Erste sitzt, nächste. Was war das? Irgendwas passiert hier. Hua! Gott, verdammt! Ich höre ihn laut und deutlich. Nur noch einer. Wie, was, nur noch einer? Oh, backen die hier teilweise rum. Ja, dann werden wir den aber auch nochmal aktivieren. Gleich gibt's Ärger. Ja, gleich gibt's Ärger, habe ich mir schon beinahe gedacht. Das wird langsam ein Riesenhaufen Rindschwein-Scheiße. Ja. Beseitige das Vieh! Ziele auf die hell leuchtenden Öffnungen. Die Quelle von Macht der Fusion ist instabil und ungeschützt. Du bist ja lustig, wie soll ich denn... Hättest du wohl gerne, wa? Lad mal nach. Lad mal nach. Scheiß Drecksdrohnenviecher hier. Aua, 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 aua. Was hat mich da jetzt getroffen? Pass auf. Ach, wieder so eine kleine Kackbratze. Ich hasse sie. Ein leichtes Ziel.
Ich müsste mal hier, was nehme ich denn? Nummer 3. Ja, so ist gut. Scheiße, ey. Boah, wie viel hält das Viech denn aus? Ist doch unnormal. Und ihr hört auf, mich anzugreifen, ihr Schweineköpfe. Kommt schon. Boah. Nein, nicht schon wieder. Wow, 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 da muss ich ein bisschen aufpassen. Hallo. Na, kommst du nicht rein? Aber die Viecher kommen schon wieder. Drecksäcke. So groß und so tot. Hab ich ihn erwischt? Das war das absolute Gegenteil von cool. Bring den letzten Sender an. Puh, hartes Scheißmaschinchen, ey. Naja, aber wir haben es geschafft. Das heißt, Sender anbringen. Ach, guck mal, unten Datenrekorder. Hören wir uns den nochmal an. Echelon Überwachungsarchiv, 5. Juli 2032. Gut gemacht, Gray. Meine Männer hatten keine Probleme mit dem Bunker. Ja? Heißt das, der alte Bär lässt mich endlich mitspielen? Wir wollen nichts überstürzen, aber er erwägt, sich mit Ihnen zu treffen. Er erwägt es? Bin ich es etwa immer noch nicht wert? Sagen Sie, Sarzef, wenn seine Organisation funktionieren soll, muss sie wie ein Unternehmen geführt werden. Und in einem Haufen Ex-Spezialkräfte-Trottel wird er wohl keinen geeigneten Geschäftsführer finden. Sie brauchen Geld für ihre kostspieligen Vorlieben. Ich habe den Businessplan. Was ist das? Ein Ohrstöpsel. Victor sagt, Boltun, Narutka die Spione. Ein Schwätzer ist ein Schatz für einen Spion. Er hat mitgehört. Er sagt, wenn sie den Mund halten, trifft er sich nächste Woche mit ihnen. Touché. Ende des Eintrags. Aha, okay. Dann würde ich sagen, hallo? Ah, wir müssen geklickt, gedrückt halten. Ich vergesse das immer wieder, dass ich da gedrückt halten muss. Ach, guck mal, und abgeschlossen. Sehr schön, schließen. Großartig. Ich versuche, Grant ans Wort zu kriegen. Captain Grant, hier ist Cass Ducard. Hört ihr mich? Ende. Hier, Grant. Es ist schwach, aber ich höre dich, Cass. Wiederhole, wir hören. Tada! Die Leitung steht wie eine Eins. Besser, wir verschwinden aus der Schusslinie. Ende. Okay. Gute Arbeit, junge Dame. Ende. Wow. Ein Kompliment von Grant an eine Archenjägerin? Ich werde ganz rot. Jetzt raus hier. Ich kann keine Roboter mehr sehen. Da bist du aber nicht die Einzige, die keine Roboter mehr sehen kann. Du kannst aber drauf an. Puh. So, was machen wir jetzt? Die Mission war ja relativ kurz dafür, dass das eine Hauptmission war. Aber ist auf jeden Fall ganz gut, dass wir hier dann auch schon mal wieder den Kontakt hergestellt haben zu unseren Truppen, die ja noch ganz am Anfang rum... Ach du Heiliger, wollt ihr mich verarschen. Da ist ja wieder was dazugekommen, das nicht. Hier, wir haben übrigens hier mit ihm gesprochen. Da, ihm da, der hier so im Lager ist. Das Lager der Republik ist ein ganzes Stück für am Anfang. Ihr habt es ja selber gesehen, wenn ihr das Let's Play von Anfang bis Ende verfolgt habt. Da war doch einiges an Zeit, ist da draufgegangen, bis wir hier endlich mal angekommen sind, an der Stelle, wo wir jetzt sind. Und wer nochmal wissen will, wer dieser Captain Grant ist, der sollte sich doch die ersten paar Parts dieses Let's Plays nochmal ansehen. Für diejenigen, die es vergessen haben sollten. Oder diejenigen, die es halt unter euch interessiert. So, wir machen uns jetzt noch eben schnell auf den Weg zur nächsten Nebenmission und dort werde ich mich dann ganz herzlich von euch verabschieden, denn hier ist wieder das schwebende Auto, ich weiß nicht, warum das hier am Rumschweben ist, aber nun gut, wenn das schweben möchte, soll das doch machen. Denn die Frau hat vorhin sich gemeldet gehabt über eine SMS, dass sie gleich wieder zu Hause ist und ich zusehen soll, dass ich fertig bin, weil sie bringt Essen mit. Das freut mich. Das freut mich sehr, dass sie Essen mitbringt. Da bin ich mal gespannt, ob es wieder vom Burger King ist oder ob es von unseren Türken ist. So,
So ein Lamajun hätte ich jetzt richtig Bock drauf. Obwohl, nee, ist das Lamajun oder... Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Auf jeden Fall so eine komische Teigrolle. Mit Dönerfleisch drin und Tzatziki und oh geil. Freue ich mich drauf. Aber wir sind jetzt auf jeden Fall an unserem Zielort angekommen. Ach guck mal, und es geht jetzt schon wieder los, dass wir hier... Ja, nee, ist klar. Wo kommt ihr denn jetzt auf einmal wieder? Ich wollte mich verarschen. Haut ab. Ja, so ist brav. Ja, dann werde ich mich hier an dieser Stelle ausloggen. Liebe Freunde, ich hoffe, ihr hattet bis hierhin Spaß und schaltet in 2 Tagen zum nächsten Part von Defiance wieder ein. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall alles, alles Gute. Ich bin der Crazy Bane und bin für heute raus. Ciao!